Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir uns daran machen, Gemeinsamkeiten zu suchen in diesem Evangelium, Gemeinsamkeiten zwischen dem, was wir in diesem Abschnitt aus dem Markus-Evangelium hören und unserem Leben, dann sind die Unterschiede deutlich größer. Gibt es noch irgendetwas Verbindendes? Haben wir noch irgendeinen Zugang zu dem, was hier im Evangelium gesagt wird? Es ist vielleicht die erste Feststellung, die wir machen müssen. Es ist sehr fremd, sehr, sehr fremd. Da werden die Berufenen ausgesendet. Gestern Morgen war im Trierer Dom Priesterweihe. Nehmen wir einmal diese Situationen heran und vergleichen sie. Was dort geschieht, bei dieser festlichen Feier und bei dem, was Jesus hier tut. Wie und wozu werden die Berufenen ausgesendet? Es stellt sich eine Frage. Und vielleicht kann man diese Frage ganz gut mit einer kleinen Begebenheit, die Martin Buber in seinen chassidischen Geschichten wiedergibt, vielleicht kann man die damit ein wenig näher bringen. Er erzählt, wie in der Stadt Robschitz die Reichen Wächter beauftragen, den Besitz zu schützen. In der Nacht. Die gehen da umher und schauen, dass denen jemand Unbefugter irgendwie herumläuft oder irgendwas anstellt. Als Rabbi Naphtali eines späten Abends am Rande des Waldes spazieren ging, der die Stadt umsäumte, begegnete er einem solchen Wächter. Für wen gehst du? Fragte der Rabbi. Der Wächter nannte den Namen seines Auftraggebers, fügte aber eine Gegenfrage hinzu. Und für wen geht ihr, Rabbi? Dieses Wort traf den Gelehrten wie ein Pfeil. Noch gehe ich für niemanden, stammelte er mühsam hervor. Lange schritt er schweigend neben dem Wächter auf und ab. Willst du mein Diener werden? Fragte er endlich. Das will ich gern, antwortete jener. Doch was habe ich zu tun? Mich zu erinnern, sagte Rabbi Naphtali. Genau diese Frage stellt sich heute aus dem Evangelium, liebe Schwestern und Brüder. Die Apostel, die hier ausgesendet werden, sind wie eine Visitenkarte dessen, der als Christus in diese Welt kommt. Visitenkarte des gesalbten Gottes, des gesandten Gottes, eine Visitenkarte Gottes selber, der sich so dieser Welt vorstellt, mit dem, was er zu tun gedenkt. Das ist die Frage an uns. Für wen gehe ich, für wen gehst du? Als Getaufter, auch als Geweihter, für wen gehst du? Und bist du erkennbar? Oder ist diese Visitenkarte ein Fake, eine irgendwie aufgehübscht, schön angepinselt, wie man das heute so macht. Man kreiert die ja dann selber am Computer und druckt die aus und man gibt sozusagen mehr vor zu sein oder mehr Schein als Sein. Für wen gehst du? Und wenn du gehst für jemanden, wenn du darüber Auskunft gibst, wie gibst du Auskunft? Mit dem, wie du lebst, wie du handelst, wie du denkst. Das ist das Schöne an unserem kurzen Evangelium. Es gibt keine einheitliche Nummer, wie man das tun muss oder nur eine Möglichkeit, das zu tun, sondern sogar dieses kurze Evangelium zeigt uns unterschiedliche Möglichkeiten auf. Und vielleicht gehen wir zusammen ein paar Punkte durch. Das zunächst, dass Jesus die 12 zu sich ruft und er sendet sie aus, jeweils 2 zusammen. Das ist im Moment sehr spannend in der Diskussion, gerade was die Priester angeht. Die sind immer noch gewohnt, Einzelkämpfer zu sein. Wir reden zwar schon seit Jahrzehnten darüber, dass das anders sein muss, kooperative Pastoral heißt das dann, man muss mit den Menschen zusammenarbeiten, möglicherweise auch Räume eröffnen, zusammenzuleben. Interessanterweise zum Beispiel der Bischof von Passau, der redet nicht, der tut das. Sehr interessant. Kommuniziert das auch über die Medien, sodass da nicht dumm rumgeredet wird, wie das dann auch oft geschieht. Er tut es. Eine sehr spannende Geschichte ist das.
Wir reden hauptsächlich. Wir halten Sitzungen darüber und sagen, das stimmt, die Priester dürfen keine Einzelkämpfer sein in ihren Pfarrhäusern. Wenn sie da so alleine sitzen und abends nach Hause kommen, da verkommen sie so. Der eine geht zum Alkohol, der andere verkommt im Internet, wie auch immer. Jesus am Anfang sendet sie aus zu zweit. Sehr klug. Nicht nur pastoral klug, sondern ein Auftrag für heute. Und dann mag uns das vielleicht komisch vorkommen. Ich nehme noch einmal den Vergleich mit der Priesterweihe. Wozu werden die Jünger ausgesandt? Jesus sagt kein Wort darüber, ihr müsst ihnen die gute Nachricht bringen. Er sagt das nicht. Vielleicht ist das selbstverständlich. Die Jünger, obwohl Jesus das nicht ausdrücklich sagt, predigen Umkehr. Das haben sie bei ihrem Meister abgeguckt. Das haben sie gelernt. Er sagt aber auch nicht, bringt den Leuten eine anständige Moral bei, dass sie anständig benehmen. Nicht der ganze Firlefanz. Sagt er nicht. Sagt er nicht. Was macht Jesus hier? Jesus nimmt, wir würden das heute so sagen, in unseren Kreisen und Zirkeln, wenn wir darüber beraten, nimmt eine Priorisierung vor. Das heißt, Jesus setzt den ersten wichtigen Akzent, dass wenn man in seinem Namen auftritt, man muss wissen, was das Wichtigste ist. Und das Wichtigste ist immer, wie im Krieg, dass man den Feind kennt. Ich weiß, wir denken nicht mehr so, wir sind ja so friedlich und wir leben leider aber nicht in einer friedlichen Welt. Deshalb ist es auch heute wichtig zu wissen, wer der Feind ist. Und zwar nicht, Gott sei Dank, nicht unter Nationen. Obwohl, wenn man so die Medienlandschaft anhört und anliest, dann werden auch da wieder kräftige Feindbilder aufgebaut. Klammer zu. Wer ist der Feind? Jesus nennt den Feind Dämonen. Mächte, die den Menschen fesseln, die ihn nicht frei sein lassen, die ihn nicht so sein lassen, wie er sein soll. Das war damals so und ist heute so. Wie sehr sind wir alle getrieben von Konsum, dass wir Dinge kaufen müssen, haben müssen. Wie sehr sind wir abhängig und süchtig. Ist ja schon erstaunlich, ich sehe jetzt dabei beim Gottesdienst niemand mit dem iPhone herumspielen. Oder ich weiß nicht, vielleicht geschieht das unter der Bank und ich sehe es nicht, ist auch gut, wenn ich es nicht sehe. Aber vielleicht verfolgt man auch nur die Messtexte, dann ist es auch, kann man heute alles machen. Wir sind in einer Form süchtig und abhängig, das ist unbeschreiblich und merken es oft gar nicht. Das ist der erste Feind, den Jesus in den Blick nimmt. Krankheiten. Davon ist dann die Rede, wenn die Jünger die Menschen, Kranke, Besessene mit Öl salben. Sie bringen körperlich fühlbar nahe, was es bedeutet, Christus nahe zu sein. Das bedeutet der Gesalbte. Weil wir zu dem Gesalbten gehören, salben wir Menschen. Die Salbung mit dem Öl ist vielleicht das Einzige noch, was uns mit diesem Evangelium vielleicht noch verbindet. Das lässt ja auch nach. Dass Menschen überhaupt danach fragen, gesalbt zu werden, etwa in der Krankensalbung, weil sie ein Gebrechen haben, ein Leiden haben. Die Kirche kennt von Anfang an diese Möglichkeit. Hier steht es im Evangelium. Zu wissen, was ist die erste Aufgabe? Was ist der erste Schritt zu tun? Jesus sagt das. Und dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten auch hier wieder. Es gibt die, die ausgesendet werden, die Wandernden, und es gibt die Sesshaften. Sonst wäre hier nicht von der Gastfreundschaft die Rede. Also nicht alle müssen umherziehen. Es müssen auch einige vor Ort sein, die die Umherziehenden dann aufnehmen und bewirten. Die, die umherziehen, denen ist ins Stammbuch geschrieben, sie sollen so anspruchslos wie möglich sein. Anspruchsloser geht es eigentlich nicht. Vielleicht muss man das noch einmal hier noch einmal anschauen. Nur einen Wanderstab, kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld, kein zweites Hemd, an den Füßen nur Sandalen. Wir wissen, das klang gestern in Trier anders. Und es geht jetzt nicht um Trier, es klingt immer bei der Priesterweihe anders. Wir sind inzwischen auch, das ist von Land zu Land verschieden. Auch als Priester sind wir inzwischen in diesem Land nicht mehr die Umherwandernden, anspruchslos, sondern in manchen Wohnzimmern hängt dieses sozusagen bildgewordene Symbol, der feiste, fette, saufende Mönch. Sie kennen das alle, den Kellermeister mit einem dicken Bauch und der Schürze und der den Humpen stemmt. Das ist inzwischen das Bild.
derer, die Jesus hier aussendet, ohne Brot, ohne Geld im Gürtel. Da hat sich was geändert. Merkwürdig. Wir müssen wieder hinfinden, auch als Klerus, zu dieser Anspruchslosigkeit. Ich finde es sehr interessant, wenn jetzt zunehmend in unser Land ausländische Priester kommen, aus Afrika, aus Indien. Die kommen aus den einfachsten Verhältnissen. Und man ist am Anfang beschämt, wie sie ankommen. Aber man kann zuweilen auch beobachten, wie schnell sie alle Unarten unseres Landes, auch des Klerus unseres Landes, annehmen und dem gleichen Blödsinn verfallen, dem wir verfallen. Nach einem Jahr ist dann die große Frage, kann ich auch so ein Auto haben? Oder meine Wohnung ist ja jetzt doch ein bisschen einfach. Merkwürdig, wie genau das um sich greift und nicht der Impuls des Evangeliums. Bei den Sesshaften, gilt sicher für die meisten von uns, Gastfreundschaft. Gastfreundschaft, liebe Schwestern und Brüder, ist eines der Grundkennzeichen der frühen Kirche und des Christentums immer gewesen. Abweisung von Fremden, undenkbar. Wie oft tun wir das? Oder fragen wir umgekehrt, wie oft haben wir Besuch, wie oft laden wir jemand ein, wie oft unterstützen wir jemand, wie oft öffnen wir unser Leben, unser Haus, unseren Tisch, unsere Küche für jemanden. Das ist der Impuls des Evangeliums heute. Für wen gehst du? Das ist die Frage, die wir mitnehmen sollen und die wir mit unserem Leben beantworten müssen.